Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einem erneut besonderen Kapitalmarktausblick. Mein Name ist Holger Sepp und ich darf Sie im Namen von Hauck & Aufhäuser ganz herzlich begrüßen. Sie wissen an dieser Stelle, in Fußballstadien heißt es dann immer, wir begrüßen heute so und so viel zahlende Zuschauer. Wir haben heute Nachmittag in unserer Runde 320 Gäste und darüber freuen wir uns sehr. Von daher ein herzliches Willkommen. Was ist besonders an dem heutigen Kapitalmarktausblick? Fallen mir drei Gründe ein. Besonders deshalb, auf der einen Seite, weil sich die Corona-Situation dieser Tage jährt und auch, weil wir genau deshalb entschieden haben, für jeden Teilnehmer an einer unserer digitalen Veranstaltungen dieses Jahr 5 € an eine wohltätige Organisation zu spenden. Und unter dem Motto Teilnehmen und Spenden gehen dieses Mal 5 € pro Teilnehmer, pro Gast heute Nachmittag 5 € an die Tafel Deutschland, denn viele Menschen leiden sehr unter der aktuellen Situation und da wollen wir einen Beitrag dazu leisten. Besonders ist der Nachmittag auch deshalb, weil wir Ihnen heute wiederum eine neue Konstellation des Kapitalmarktausblicks anbieten und mit Herrn Professor Fuest einen sehr renommierten Gesprächspartner für Sie eingeladen haben. Herzlich willkommen, Herr Professor Fuest. Schön, dass Sie heute Nachmittag bei uns sind. Natürlich freue ich mich auch, mit unserem CIO Burkhard Allgeier eine bewährte Konstante mit im Spiel zu haben, denn auch das gehört dazu. Dazu dann aber gleich noch mal etwas mehr im Detail zum Zusammenspiel der beiden Experten. Bevor wir einsteigen, würde ich gerne noch mal an den letzten Kapitalmarktausblick anknüpfen. Und wer von Ihnen beim letzten Mal dabei war, mag sich vielleicht erinnern, ich hatte mit einem Zitat der jungen Dichterin Amanda Gorman begonnen, die im Rahmen der Inauguration von Präsident Biden mit ihrem Gedicht Zuversicht schüren wollte. Und das mit Erfolg. Ist deshalb alles gut? Nein, ganz sicher nicht. An Corona gibt es nicht viel Positives und die Krise ist eine Chance, bleibt in diesen Zeiten oftmals nicht mehr und nicht weniger als eine Floskel. Aber unsere heutige Gesellschaft hat schon viele Krisen gemeistert. Alleine seitdem ich in der Bankenbranche arbeite, waren es mehrere. Die Börsenblase Anfang 2000, der 11. September, die erste und die zweite Immobilienfondskrise in Deutschland 2005 und 2008, die globale Finanzkrise 2007 und 2008 und so weiter und so weiter. Und auch die Lage unseres Planeten wird mehr und mehr als globale Krise betrachtet. Aber wenn ich etwas gelernt habe aus diesen und anderen Krisen, dann, dass wir etwas dagegen unternehmen können. Und zwar auf der einen Seite robust zu werden, vorbereitet zu sein und entsprechend handeln. Das gilt für alle Lebenslagen, aber auch für die Wirtschaft und die Märkte. Und genau diese Grundstimmung, nämlich das Kämpferische, nehme ich in meinem Umfeld, in unserer Bank und auch weit darüber hinaus wahr. Weil wir aber alle nicht davor gefeit sind, aus unseren eigenen, manchmal zu engen Sichtweisen heraus zu urteilen, haben wir heute mit Herrn Professor Fuest eben einen ganz besonderen Gast für Sie zu unserem Kapitalmarktausblick eingeladen. Jemanden, der sich auch nicht scheut, klare Worte zu finden und manchmal auch kontrovers zu sein. Gerade aktuell ist es wichtiger denn je, viele unterschiedliche Meinungen zu hören und auf sich wirken zu lassen, um darauf basierend seine Entscheidungen zu treffen. Und das wollen wir Ihnen heute Nachmittag anbieten. Eine Unterstützung, ein Puzzlestück in Ihrer Meinungsbildung zu den Kapitalmärkten. In diesem Sinne ist es mir eine überaus große Freude, Herrn Professor Fuest heute mit an Bord unseres Kapitalmarktausblicks zu haben. Herr Professor Fuest ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Präsident des IFO-Instituts und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium der Finanzen. Besonders in der Corona-Krise, Herr Professor Fuest, sind Sie mit klaren Vorschlägen für Alternativen und stets mit dem Blick auf die Verwundbarkeit unserer Wirtschaft vielerorts zitiert worden. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns sind. Und dass Sie uns auch im Nachgang Ihres Vortrags und im Nachgang des Vortrags von Herrn Allgeier für Fragen zur Verfügung stehen. In diesem Sinne würde ich Ihnen im fußballerischen Sinne jetzt den ersten Ball rüberkicken und ich und wir alle freuen uns auf Ihren Beitrag.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Sepp. Ich freue mich, heute Nachmittag dabei zu sein und mit Ihnen zu sprechen über die Wirtschaftslage und über die Aussichten. Ich habe Ihnen dazu ein paar Folien mitgebracht. Vielleicht können wir die einblenden. Wunderbar. Ich würde gerne, also ich habe das mal genannt, aktuelle Konjunkturlage und mittelfristiger Strukturwandel. Und ich würde gerne drei Punkte ansprechen. Einmal natürlich zur aktuellen Wirtschaftslage. Also wo stehen wir im Moment bei der Erholung? Ist es eine Erholung? Dann Konjunkturprognose für das laufende Jahr und das kommende Jahr und dann in der gebotenen Kürze im dritten Schritt ein bisschen den Blick richten über die Krise hinaus, also jenseits der Corona-Krise, Strukturwandel, der uns erwartet, eine Perspektive, bei der es, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber wem sage ich das? Sie als Kapitalanleger wissen das. Dann gehen wir mit der aktuellen Wirtschaftslage. Ich fange hier natürlich an mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex. Wir befragen ja in jedem Monat Unternehmen in Deutschland darüber, wie sie die aktuelle Wirtschaftslage einschätzen und die Aussichten für die nächsten 6 Monate. Wir bekommen da 9.000 Antworten aus allen Branchen, aus der deutschen Wirtschaft. Und das Ergebnis sehen Sie hier, also den Einbruch im letzten Frühjahr, dann die vielleicht doch erstaunlich schnelle Erholung, dann einen neuerlichen Rückgang zu Beginn dieses Jahres mit der zweiten Infektionswelle und dann doch am aktuellen Rand eine sehr positive Entwicklung, die viele überrascht hat. Ja, was bewirkt sich, was verbirgt sich hinter dieser Entwicklung? Das sehen wir hier, die Aufspaltung nach Geschäftsbereichen. Und es ist ganz interessant, sich das anzuschauen. Also auch hier sehen Sie den Einbruch im April, quer durch die Bereiche, also die Industrie, das verarbeitende Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel und Bau, Hauptgewerbe. Bei Hauptgewerbe war noch am wenigsten betroffen im letzten Frühjahr. Dann bekamen wir eine Erholung bis zum Sommer relativ gleichmäßig über die Sektoren hinweg und dann seit dem letzten Herbst doch eine Spaltung der Wirtschaft in Deutschland, die die Lage bis heute charakterisiert. Nämlich, wenn Sie die Industrie nehmen, diese grüne Linie dort, eine im Wesentlichen eigentlich konstante Erholung, unbeeindruckt von der zweiten und auch von der derzeitigen dritten Infektionswelle. Der Handel, da insbesondere der Einzelhandel, natürlich stark betroffen, auch nochmal von der aktuellen Infektionswelle, aber auch dort am aktuellen Rand eine Erholung und Dienstleistung und Bau dann etwa gemischt. Also im Moment haben wir eben diese gespaltene Konjunktur, über die ja auch viel gesprochen wird, eine wirklich sehr positive Entwicklung in der Industrie. Das Geschäftsklima ist doch deutlich besser sogar als vor der Corona-Krise dort schon. Und in den anderen Bereichen haben wir halt noch die bekannten Probleme. Ja, für den weiteren Verlauf, was müssen wir da erwarten? Da ist aus meiner Sicht diese Grafik hier relevant. Das Faktum ist eigentlich bekannt. Was Sie hier sehen, das ist die Entwicklung der privaten Konsumausgaben, des verfügbaren Einkommens und der Ersparnis in der Krise. Und Wirtschaftskrisen kennen wir eigentlich eher so aus der Vergangenheit, dass wir Probleme haben in den Unternehmen, dass es zu Entlassungen kommt, Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, dann sinkt das verfügbare Einkommen und dann besteht die Gefahr, dass die Nachfrage in der Wirtschaft kollabiert. Dieses Mal ist es anders gelaufen. Auch durch staatliche Hilfsprogramme wie Kurzarbeitergeld ist das verfügbare Einkommen eigentlich kaum zurückgegangen. Klar, in den besonders betroffenen Bereichen, aber sonst wenig. Was deutlich gesunken ist, das sind die Konsumausgaben, aber nicht, weil die Leute kein Geld mehr hatten, sondern vielleicht, weil sie anfangs einen Schreck bekamen in der Pandemie, aber dann, weil man das Geld eben nicht ausgeben konnte in vielen Sektoren. Also man konnte nicht nach Mallorca fliegen, man konnte nicht ins Restaurant gehen, ins Kino und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass wir eine erhebliche zurückgestaute Ersparnis haben. Also die Ersparnisse sind massiv angestiegen. Und das bedeutet natürlich für das, was jetzt kommt, wenn die Wirtschaft sich wieder öffnet, wenn die Pandemie mal überwunden ist, dann liegt viel Geld da, das die Menschen ausgeben wollen. Und insofern können wir durchaus einen gewissen Konsumboom erwarten, wenn nur die Impfungen mal weit genug vorangeschritten sind und die Pandemie vielleicht doch ein bisschen zurückgedrängt ist. Insofern haben wir hier ein paar positive Faktoren aus meiner Sicht, die auch zum Tragen kommen werden. Das schlägt sich nieder in der Konjunkturprognose für das laufende Jahr insbesondere. Also wir, hier sehen Sie die
das jährliche Wachstum. Wir hatten eben hier 2019 nochmal eigentlich ein schwaches Jahr vor der Corona-Krise, dann natürlich den Einbruch und im laufenden Jahr in gewisser Weise eine mechanische Wachstumserholung, aber wir sind eigentlich immer noch recht optimistisch. Vielleicht haben Sie es gesehen, die Bundesregierung erwartet 3%, wir sind mit unserer Prognose schon noch etwas drüber, 3,7, trotz der aktuellen Probleme, die wir haben, also eigentlich eine recht positive Sicht auf die Konjunktur, die sich dann 2022 unseres Erachtens fortsetzen wird. Kurzer Blick ins Ausland. Ja, da sehen wir dann doch, dass die wirtschaftliche Erholung in Europa und in der Eurozone, auch in Deutschland, jetzt im internationalen Vergleich doch relativ bescheiden ausfällt. Also das Vereinigte Königreich hier mit einem relativ starken Wachstum um die 5% erwartet für 2021. Auch das hat natürlich damit zu tun, dass im Vereinigten Königreich im letzten Jahr der Einbruch besonders tief war. Und die Erholung hat also etwas Mechanisches. Tiefen Einbruch hatten wir auch in Italien, da ist die Erholung aber schwächer ausgeprägt und deutlich positiver dann in den USA und in China. In den USA eben ähnlich wie im Vereinigten Königreich oder noch stärker ist der Impffortschritt eben ein ganz anderer und das treibt dort die wirtschaftliche Entwicklung. Was für die USA natürlich auch sehr wichtig ist, darüber werden wir sicherlich noch reden, das ist die Konjunkturpolitik, also der Biden-Stimulus, wie man sagt, die sehr, sehr offensive Politik in den USA, sehr, sehr hohe Schulden zu machen und dafür die Wirtschaft zu versuchen, die Wirtschaft zu beleben. Und diese amerikanischen Pläne in der Konjunkturpolitik führen natürlich zu einer Debatte auch darüber, ob es vielleicht zu viel ist und ob die Inflation eventuell zurückkehrt. Man sieht in den Kapitalmarktdaten und bei etwas Service über Erwartungen ja auch, dass die Inflationserwartungen in den USA zunehmen. Wie sieht's in Deutschland aus? Wie sieht's in Europa aus? Wenn wir uns hier ansehen, jedenfalls den nach dem EZB-Survey, dann haben wir auch hier nach dem Einbruch 2020 bei den Inflationserwartungen, ansteigende Inflationserwartungen, das Ganze fällt aber doch moderater aus als in den USA. Also auch in Europa sind in der aktuellen Lage die Erwartungen zur langfristigen Inflation, ja, die liegen so etwas über 1,5%, so im Bereich 1,5 bis 1,7%. Das ist auch mehr, als wir in der Vergangenheit hatten, aber eben doch kein so deutlicher Anstieg und wir sind doch noch deutlich entfernt von den Niveaus, die wir eben früher hatten, die sich eben näher bei 2, also beim EZB-Ziel bewegen. Also in Europa eine eher verhaltene, trotz der sehr expansiven Geldpolitik, eher verhaltene Erwartung, was die Inflation angeht. Auch darüber sprechen wir vielleicht gleich noch. Ja, dann der dritte Punkt jenseits der Corona-Krise. Wie geht es weiter? Das ist vielleicht die spannendste Frage, auch die auf aktueller Basis vielleicht am schwierigsten zu beantworten ist. Da kann ich zunächst darauf hinweisen, wenn Sie interessiert sind an dem Thema, dass wir gerade einen IFO-Schnelldienst, also eine Publikation veröffentlicht haben, die sich etwas intensiver mit dieser Frage beschäftigt. Was wir derzeit erleben, sind ja staatliche Maßnahmen, die zunächst mal strukturkonservierend wirken. Wir sehen außerdem in unseren Daten ziemlich eindeutig, dass die Unternehmen, die vor der Krise schon Probleme hatten, in der Krise größere Schwierigkeiten haben, also größere Probleme, Kredite zu bekommen. Das sind Firmen, die greifen stärker auf Hilfen zurück. Bei ihnen denen werden häufiger Kredite versagt und so weiter. Das ist vielleicht auch gar nicht überraschend, dass Firmen, die vorher schon etwas wackelig dastanden, dann in einer Krise mehr Probleme bekommen. Die interessante Frage ist natürlich, diese Beschleunigung des Strukturwandels, die Krisen häufig mit sich bringen, weisen die eigentlich in Richtung des dauerhaften Strukturwandels? Ne? Also derzeit geht es vielen Hotels schlecht, wir werden aber wahrscheinlich auch in Zukunft Hotels oder Restaurants brauchen. Insofern ist unklar, ob Unternehmen, denen es heute schlecht geht in der Pandemiesituation, die Unternehmen sind, die tatsächlich auch dem Strukturwandel dann zum Opfer fallen. Das würde ja dann bedeuten, dass man die Hilfen auch kritisieren kann. Das ist aber eben nicht so klar, weil die Pandemiesituation ja hoffentlich die Ausnahmesituation ist. Trotzdem werden bestimmte Dinge sichtbar und ich will mich hier konzentrieren, da gibt es viele Themen, ich will mich hier konzentrieren auf das Thema Digitalisierung. Wir haben einen Digitalisierungsschub derzeit,
der ganz nachhaltig viele mittelständische Unternehmen betrifft, vor allem natürlich in den betroffenen Branchen, also Gastronomie, Einzelhandel. Wir haben eben diese starke Verlagerung beim Einzelhandel auf Onlinehandel, auf Digitalisierung. Und das ist eine Sache, die sicherlich bleiben wird. Also Einzelhandelsgeschäftsmodelle, die darauf nicht reagieren, haben wohl wirklich keine Zukunft. Das hat natürlich Konsequenzen, etwa für die Innenstädte, auch für Assets in den Innenstädten, für Gewerbeimmobilien. Da ist die Frage, ob die eigentlich so bleiben können, wie sie sind. Auswirkungen durch Digitalisierung haben wir außerdem im Bereich der Sharing Economy. Das wäre so ein Boombereich vor der Krise, in der Krise jetzt sehr hart getroffen. Aber wir erwarten eigentlich keinen nachhaltigen Einbruch. Also wir denken, dass da der Strukturwandel sich wieder begünstigend auswirken wird. Die Sharing Economy, die ja stark mit Airbnb und so weiter internetbasiert ist, die wird sicherlich zu einem der Gewinner gehören, wenn die Krise denn mal überwunden ist. Jedenfalls dann, wenn wirklich die Infektionsgefahr weg ist. Ja, in Deutschland Megathema natürlich die Automobilindustrie, die hat ja auch an den Kapitalmärkten eine gewisse Achterbahnfahrt hinter sich, im Moment wieder sehr interessant. Und hier haben wir einen riesigen Umbruch. Also wir hatten natürlich den Schock im letzten Frühjahr, dahinter stand aber eine schwierige Entwicklung schon vor der Krise. Viele werfen ja den Automobilunternehmen auch vor, das Kurzarbeitergeld quasi ganz gerne mitgenommen zu haben, jetzt mal ganz unabhängig von der Krise. Wir haben in diesem Bereich einen starken Strukturwandel, der in besonderer Weise allerdings die Zulieferer trifft und mit dem wahrscheinlich die großen Automobilunternehmen eher zurechtkommen. Und wir haben natürlich diesen Wandel, das sehen Sie da rechts unten in der Grafik, hin zur Elektromobilität. Das ist ja der Trend überhaupt. Und der wird sich verstärken in der Automobilindustrie. Wir haben gerade am IFO eine Studie produziert. Wir beobachten ja laufend die Branchen, auch die Immobilienindustrie, und eine Studie zu den Auswirkungen dieser Transformation produziert, die noch nicht veröffentlicht ist. Aber eins der Ergebnisse, da verrate ich nicht zu viel vorher, ist eben, dass wenn Sie an die Arbeitsplätze in dem Sektor denken, inklusive Zulieferer, dann wird es nicht reichen, auf natürliche Fluktuation zu setzen. Das heißt, wir haben wirklich ein Problem des Strukturwandels durch das Ende oder das Auslaufen des Verbrennungsmotors oder die Reduktion des Anteils an der Mobilität. Wir haben da wirklich ein großes Problem des Strukturwandels, und das wird sich auch noch bemerkbar machen. Dann ein anderer Bereich, der vielleicht noch unterschätzt ist, des Strukturwandels durch Digitalisierung, das Homeoffice. Das ist ja ein Riesenthema in der aktuellen Pandemie. Wir schätzen am IFO-Institut, dass etwa 56% aller Beschäftigten im Prinzip einen Homeoffice-fähigen Job hätten. Weniger als die Hälfte davon ist in der Pandemie ausgeschöpft worden. Trotzdem ist natürlich die Pandemie ein Beschleuniger, und das bedeutet, nach der Pandemie wird das Homeoffice bleiben. Es gibt Studien aus den USA, die sagen auf der Basis von Umfragen, dass künftig Homeoffice-fähige Jobs an 2 Tagen in der Woche aus dem Homeoffice gemacht werden und nur noch an 3 Tagen in Präsenz. Das hat natürlich Konsequenzen für die Arbeitsorganisation, für viele Branchen, die davon stark betroffen sind, insbesondere die Dienstleistungen. Das heißt, Homeoffice und eben diese hybriden Arbeitsformen werden viel mehr genutzt. Bedeutet, dass die Branchen, die das können, natürlich irgendwie Vorteile haben. Das Ganze wird auch zu verstärkten Spannungen führen unter den Beschäftigten, weil Homeoffice-Fähigkeit sehr, sehr stark natürlich korreliert ist mit Ausbildungsniveaus. Also sehr gut ausgebildete Arbeitnehmer können eher im Homeoffice arbeiten als andere. Wir hatten früher ein gewisses Stigma des Homeoffice, das jetzt nicht mehr da ist oder stark reduziert ist. Und auch das wird Konsequenzen haben für die Nutzung von Homeoffice. Und alle Unternehmen, die sich darauf proaktiv einstellen, haben sicherlich bessere Aussichten als andere. Ja, damit komme ich schon zum Fazit. Also nochmal, die aktuelle Wirtschaftslage ist dadurch charakterisiert, dass Industrie und Bauwirtschaft die Erholung antreiben, sehr dynamische Exportentwicklung. Wir haben im Dienstleistungssektor, in den betroffenen Sektoren Probleme durch die dritte Infektionswelle. Reiseveranstaltungen, Präsenzeinzelhandel sind nach wie vor beeinträchtigt.
beeinträchtigt, aber die Wirtschaft hat gelernt, um diese Restriktion herumzuarbeiten. Wir schätzen derzeit etwa 3% der Wertschöpfung sind noch betroffen von Lockdown-Maßnahmen, mehr ist es nicht. Sehr schmerzlich für Betroffenen, aber gesamtwirtschaftlich fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Und von der Prognose her, wir erwarten eine Erholung, die natürlich stark vom Impffortschritt abhängig ist und dadurch auch etwas asymmetrisch, aber ein Boom in der Tat durch rückgestaute Kaufkraft. Und für die Zukunft denken wir, dass eben Strukturwandel durch Digitalisierung, digitale und hybride Geschäftsmodelle sehr, sehr stark bevorteilen wird. Und die Unternehmen, die eben in der Lage sind, diese Trends proaktiv für sich einzusetzen und zu nutzen. Herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Fuß, für diese ersten Einschätzungen. Ich hätte eine Bitte an unsere Zuschauer, wenn Sie Fragen haben zum Vortrag von Herrn Professor Fuß, senden Sie uns die bitte wirklich gerne über die Chat-Funktion, dann können wir die schon mal für die anschließende Diskussion vor- und aufbereiten. So, von der Makroperspektive geht's jetzt mit dem Blick auf die Finanzmärkte, die Geldpolitik und mögliche Szenarien am Kapitalmarkt zu unserem CIO Burkhard Allgeier. Lieber Herr Allgeier, wir sind gespannt auf Ihre Einschätzung. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Sepp. Dann starte ich auch meine Präsentation. Ich hoffe, Sie können sich hier wunderbar sehen. Spuren der Corona-Krise auf den Kapitalmärkten habe ich es genannt. Ich werde mich auf den folgenden wenigen Seiten kurz beschäftigen mit der Zinssituation und werde dann beleuchten, wie verhält es sich auf den Aktienmärkten im Zusammenspiel von Zins und Gewinnen. Werde nach diesem Thema auch nochmal kurz ein paar sektorale Trends aufzeigen und dann unsere Empfehlungen für die Asset Allocation jetzt im zweiten Quartal Ihnen dann mitteilen. Ja, wie erwähnt, zunächst das Thema Zins, pardon, da bin ich eins zu weit gegangen. Ja, was wir gesehen haben jetzt in den ersten Wochen des Jahres, gerade im Februar, war doch ein signifikanter Anstieg der Renditen, insbesondere gespeist durch den Wachstumsoptimismus, durch Sorgen vor Inflation. Das hat zu deutlichen Renditeanstiegen geführt, wo man dann gesehen hat, dass die Renditen dann quasi wieder auf dem Niveau von vor der Krise lagen, wie hier im Fall USA die grüne Linie. Dasselbe gilt aber auch für die 10-jährigen Bundesanleihen. Wir allerdings glauben, dass das Größte hier schon hinter uns liegt. Man sieht es an diesen Fächern, die wir aufgezeichnet haben, bis Ende des Jahres, gehen also davon aus, dass hier keine größeren Renditeanstiege mehr zu erwarten sein sollen. Das ist natürlich eine bedingte Prognose. Ich komme gleich darauf, was die wesentliche Bedingung hierfür ist. Aber wir sehen auch, wenn man Investoren sich betrachtet und auch die Laufzeitenprämie und deren Veränderung sich anschaut, und diese Laufzeitenprämie ist so etwas wie eine Risikoprämie, die ist mittlerweile in den letzten 6 Monaten so stark angestiegen, wie auch selten zuvor für 10-jährige Anleihen. Und das ermutigt uns, dann auch davon auszugehen, wie in der Geschichte, dass hier ein Abebben des Renditeanstiegs eintreten wird, möglicherweise wir sogar wieder leicht fallende Renditen sehen werden. Ich habe Ihnen oben noch ein Zitat mitgebracht vom EZB-Vizechef. Die EZB war natürlich auch besorgt und hat geäußert, man hätte auch die Munition und die Power, die Macht, Renditeanstiegen entgegenzuwirken. Tun ja auch viele andere Notenbanken, denken Sie nur an Japan. Nun, ich sprach von einer Bedingung für unsere Renditeprognose und der Professor Fuß hat es auch schon angesprochen in seinem Vortrag mit den Inflationserwartungen. Was wir hier sehen rechts in der blauen Linie ist die Inflation, Deutscher Verbraucherpreisindex in der Jahresrate. Und wir wissen ziemlich sicher, dass wir einen Inflationsbuckel vor uns haben in den Sommermonaten. Liegt auch an Sondereffekten. Der Mehrwertsteuereffekt wird hier sehr deutlich zum Tragen kommen. Wir gehen aber dann davon aus, dass sich dieser Inflationsbuckel Anfang des nächsten Jahres wieder abbaut. Ähnliches erwarten wir auch für die USA. Und wenn diese Projektion zutrifft, dann glaube ich, sind wir auch von hoher Konfidenz ausgestattet, dass unsere Renditeprojektion, die ich eben geschildert habe, auch so weit zutreffen sollte. Aber es bleibt sozusagen die Wildcard, ist eben, wie die Inflation sich dann wirklich auch zeigen wird in den nächsten Monaten und auch im Jahr 2022. Gehen wir nun vom Zins zu den Aktienmärkten über. Es gab ja eine gewisse Furcht
am Jahresbeginn, dass die anziehenden Zinsen dann auch negativ wirken könnten für die Aktienmärkte. Das ist allerdings gar nicht so der Fall. Ich habe Ihnen hier mal 8 Phasen mitgebracht anhand der USA und des S&P 500. Man sieht in der Tabelle rechts, welche Phasen es genau waren. Dort ist auch abgetragen, wie hoch war der Zinsanstieg. Und es waren teilweise spektakuläre Anstiege von weit über 2% Punkten, kann man in der Mitte ablesen der Tabelle. Und auch jetzt am aktuellen Rand, das Renditetief war bei 50 Basispunkten. Man ist hochgeschossen in den USA auf 170 Basispunkte, also mehr als 1 Prozentpunkt Anstieg. Aber wir wissen auch aus der Vergangenheit und auch jetzt im aktuellen Rand, das hat den Aktienmärkten nicht geschadet. Im Gegenteil, hinten rechts, die letzte Spalte in der Tabelle, steigende Zinsen sind auch mit steigenden Aktienmärkten vereinbar gewesen. Es gab nur eine Situation in den 90er Jahren, 94, als eben die amerikanische Notenbank Zinsen angehoben hat, unerwarteterweise. Das dürfte in diesem Jahr nicht der Fall sein, so zumindest EZB und FED, dass man über Zinserhöhungen gar nicht nachdenkt, so auch der FED-Chef Paul, dass man gar nicht daran denke, über Zinserhöhungen nachzudenken, also ein klares Bekenntnis. Und das ermutigt uns eben, auch diese Gefahr des Zinses für die Aktienmärkte nicht zu hoch zu setzen. Gefährlich wird es im Gegenteil immer dann, wenn die Zinskurve, das ist hier die grüne Linie in der Grafik links, wenn die sehr flach wird. Da gibt es einige Fälle in den letzten Jahren. Ich habe sie hier markiert. Im Übrigen auch dann Ende 2019. Und in der Tat gab es natürlich einen Aktienmarktschock, aber nicht bedingt durch den Zins, sondern eben bedingt durch die Pandemie. Also darauf, glaube ich, ist zu achten, ob die Zinskurve sich abflacht, ob die Notenbanken hier bereit sind, ihr Ruder herumzureißen und höhere Leitzinsen auch zu implementieren. Was aber, glaube ich, sehr wichtig sein wird für die Aktienmärkte, das ist die Gewinnsituation. Und hier haben wir wirklich ein sehr, sehr exzellentes Bild. Wiederum hier 2 Grafiken. Ich fange links an. Was wir dort sehen, sind die Gewinne je Aktie für die USA als auch für Europa, für den Euro-Stocks, in der Tabelle dann auch die Veränderungsraten abgetragen. Was natürlich zunächst sehr offensichtlich wird, ist der Umstand, dass USA Europa in den Gewinnen weit, weit enteilt ist und das schon praktisch über die letzten 10 Jahre hinweg nach der Finanzkrise 2009 mehr oder weniger stetige Aufwärtsbewegung in den USA. Das liegt ganz einfach daran, dass der US-Markt geprägt ist, der S&P 500, durch Wachstumsaktien. Und zu etwa 50% im S&P 500 kann man in diese Kategorie schieben, Wachstumsaktien. Das sind eben Titel aus dem Bereich Technologie, aber auch Gesundheit mit hohen Margen, mit einer hohen Eigenkapitalrendite. Und wenn man sich im Gegensatz dazu Europa anschaut, wird man feststellen, dass mehr als die Hälfte der im europäischen Indizes versammelten Aktien in den Bereich Value gehören, also mit geringen Kursgewinnverhältnissen, typischerweise aus den Branchen Finanzen, Energie, Grundstoffe, auch Automobile, also ganz andere Verhältnisse mit geringeren Margen, geringeren Gewinnmargen und geringeren Eigenkapitalrenditen. Und das erklärt eben auch die jahrelange Outperformance des US-Marktes. Und auch am aktuellen Rand sieht man hier den Gewinntrend intakt. Ein bisschen mit dem Brennglas, noch besser auf der rechten Seite, dort oben abgetragen, der Gewinnverlauf. Natürlich starker Abfall zu Beginn der Pandemie in Europa wie in den USA. Aber in den USA das Gewinnniveau bereits wieder über dem Vorjahr. Europa tut sich hier noch schwer. Wir sind aber hier auch hoffnungsfroh, dass Europa, wenn das Reopening stattfindet, noch einen gewissen Nachholbedarf hat und sich auch hier die Gewinnsituation doch deutlich besser zeigen wird. Und Schlusssatz dann hierzu auch zu dieser Darstellung. Es gibt bereits ja die ersten Ergebnisse für das erste Quartal 2021 in der Gewinnsituation. Und das war auch hier für Europa doch sehr erbaulich und für die USA sowieso.
Ja, dann hier auf der nächsten Seite, glaube ich nochmal, wir hatten vorhin auch von Professor Füst gehört, ja, Strukturwandel, wo er sich denn auch zeitigt. Und ich denke, man sieht es auch hier links in dieser Grafik sehr schön. Das zeigt Ihnen seit Ende Januar 2020 bis heute die sektorale Wertentwicklung eben der verschiedenen Sektoren. Ganz oben steht Technologie, die orangene Linie, ganz unten dann auch Energie, die dunkelblaue Linie. Ich habe hier eine vertikale Linie eingezeichnet, praktisch Ende Oktober letzten Jahres, unmittelbar vor die Impfstoffmeldung von BioNTech kam. Und dann sieht man auch, dass alleine diese Meldung ausgereicht hat, um bislang vernachlässigte Sektoren aus dem Energiebereich, aber auch gerade die Banken beispielsweise, die graue Linie, die die vorletzte Zeitreihe, dass es hier deutliche Bewegungen gab. Frage ist jetzt, was kommt nach vorne hin? Wir sind nach wie vor Verfechter auch von Wachstumstiteln, also auch von Technologie, glauben, dass dieser Trend weiterhin anhalten wird. Also die alleroberste Linie, die orangene, sind auch, Herr Fuß hat es schon angesprochen, aufgestaute Nachfrage, zu viel Ersparnis quasi und Pent-up-Demand, also Nachholeffekte beim Konsum, dass das auch den Konsumsektor weiter befügen wird. Die Industrie sowieso, hat man auch gesehen, die Wertschöpfung auch durch die Krise sehr unbeschadet durchgekommen. Das sind genau die Sektoren, die wir weiterhin auch favorisieren werden. Und das muss ich sagen, auch im Gegensatz zu den eher günstigen Werten aus dem Bereich Energie oder auch Automobile. Aber ich will ein bisschen Wasser auch in den Wein gießen. Ich bin jetzt dann hier bei der rechten Seite der Folie. Wir wissen natürlich auch, immer nach ja, scharfen Ausverkäufen an den Aktienmärkten ist das erste Jahr immer sehr gut. Das war jetzt in heutiger Zeit von Ende März 2020 bis eben Ende März 2021. Sensationelle Performance. Man sieht es in der Tabelle unten, die vorletzte Zeile. Das waren satte 75% jetzt für den US-Markt, etwas weniger hier in Europa. Wir sehen aber auch, dass sich Märkte etwas schwerer tun in dem zweiten Jahr nach der Krise, nach dem Tiefpunkt, ähnlich spektakuläre Gewinnentwicklungen zu zeigen. War also deutlich weniger, 40% im Schnitt im ersten Jahr, gut, reichlich 12% im zweiten Jahr, also hier eine deutliche Reduktion und das Ganze auch gepaart mit etwas mehr Schwankungen, Maximum Drawdown, also der maximale Verlust, durchaus auch höher. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, denn die Märkte schauen jetzt quasi schon bereits in das Jahr, weit in das Jahr 2022 hinein. Dort sind Fragestellungen, wie wird die Konjunktur werden? Gibt es eine abflauende Dynamik? Das ist eine Frage, die schon jetzt an den Kapitalmärkten gestellt wird. Zweite wichtige Frage ist auch, wie sieht es in den USA aus? Was kommt nach dem Biden-Stimulus? Wie Herr Fuß auch zu Recht sagte, Biden hat ja auch gewisse Tax-Pläne, also Steuerpläne. Und es gibt bereits erste Schätzungen, die davon ausgehen, dass, wenn seine Steuerpläne Wirklichkeit werden sollten, dass eben das Gewinnniveau in den USA um reichlich 5% senken dürfte. Also das werden Themen sein, die uns auch im Laufe wahrscheinlich gegen Ende dieses Jahres noch verstärkt beschäftigen werden. Das heißt, wie stark wird die Konjunktur in 2022 und danach werden und wie sind möglicherweise dann in negative Steuereffekte zu bewerten. Ja, dann hier kurzes Fazit von meiner Seite von der Corona-Krise zu Goldilocks. Aktuell sieht es wirklich Stand heute für das zweite Quartal sehr gut aus. Gewinnsituation ist ausgesprochen günstig. Zinseffekte sollten weitgehend überlagert werden. Der US-Markt weiterhin in sehr dominanter Rolle. Europa kann durchaus ein Strohfeuer erleben, wenn das Reopening, wenn die Öffnung stattfindet. Und wir haben hier rechts nochmal unsere Asset Allocation abgetragen. Übergewicht in Aktien, Untergewicht in Anleihen. Auf der Aktienseite Präferenz eben für den US-Markt, für Technologie als auch für Qualitätswerte. Und damit hoffen wir dann auch im zweiten Quartal eine gute Wertentwicklung abzuliefern. Ja, so viel von mir. Dann danke fürs Zuhören und freue mich jetzt sehr auf die Diskussion mit Ihnen. Ja, lieber Herr Alger, auch Ihnen vielen, vielen Dank für die Einschätzung zu den Kapitalmärkten und zu unserer aktuellen Asset Allocation. Ich glaube, das sind auch Punkte, die unsere Gäste immer besonders interessieren.
Und jetzt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer, muss man ja eigentlich in der Videokonferenz sagen, jetzt kommt Ihr Part. Sie sind dran. Ich habe schon eine ganze Latte an Fragen bekommen. Hab die mal so ein bisschen vorsortiert. Wir haben einige übergeordnete Fragen, einige spezielle Fragen, dann schon auch zum Vortrag von Herrn Professor Fuest. Senden Sie uns auch gerne Ihre Fragen jetzt noch zu Herrn Allgeier, Herrn Allgeiers Themen rund um den Kapitalmarkt. Und ich würde mal starten, Herr Professor Fuest, in Ihre Richtung mit der ersten Frage. Passt sehr gut zu dem Corona-Teil. Wie kann man in einer Zeit, in der es wöchentlich Regeländerungen gibt und eine große Unsicherheit gibt, Prognosen treffen? Wie sicher sind da die Prognosen von der volkswirtschaftlichen Seite und auch von anderen Seiten? Ja, sehr gute Frage. Also Prognosen sind natürlich nie sicher. Prognosen sind ja Szenarien. Also man kombiniert die Erfahrung, die man aus der Vergangenheit hat mit der Konjunkturentwicklung, mit Daten, die am aktuellen Rand eben hereinkommen. Und dann macht man ein Szenario, das notwendigerweise auf Annahmen beruht. Also die Prognose, die ich Ihnen zum Beispiel gezeigt habe für das laufende Jahr, die beruht auf der Annahme, dass diese dritte Welle jetzt doch relativ schnell abflaut. Das heißt, wenn es so wäre, dass wir in einer Art Dauer-Lockdown jetzt bleiben, die dritte Welle sich dahin zieht, dann wird es etwas schlechter aussehen. Oder diese Prognose beruht auf Annahmen über die Wirtschaftsentwicklung in den USA. So, und wenn die Annahmen sich ändern, dann ist es schwierig. Besonders problematisch war das Ganze im letzten Jahr, als wir wussten, so im März, dass diese Pandemie sich weltweit verbreitet und sie wirklich ein Problem darstellt. Die Aktienmärkte waren schon eingebrochen und die Pandemie, die lief sozusagen, oder die Effekte der Pandemie, auch der Krise in China, die ja früher kam, die lief wie so eine Art Tsunami auf Europa zu. Wir wussten, da kommt etwas, aber die aktuellen Daten zeigten eigentlich noch nicht so viel. Das war eine eher schwierige Situation für die Prognose. Wir haben im März in einem Risikoszenario -5% prognostiziert. Das ist auch genau das, was eingetreten ist, aber das war eben das Risikoszenario. Wir waren damals bei unserem Hauptszenario noch etwas optimistischer, weil wir gesagt haben, wir haben in den aktuellen Daten eben noch nicht den Hinweis, dass es so tief runtergeht. Also man muss sich klar machen, Prognosen sind Szenarien, die beruhen auf Annahmen. Keiner kennt die Zukunft. Und solche Dinge hängen ja immer stark auch davon ab, wie Politik sich entscheidet und eine Prognose. Also manchmal gibt es überraschende Politikentscheidungen und eine Prognose, die solche Überraschungen sozusagen prophetisch vorhersehen würde, die wäre nicht seriös. Manches kann man halt nicht vorhersehen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe eine zweite Frage, die geht auch in Richtung Corona und der Thematik Lockerung versus Schließung. Die Frage lautet konkret, gibt es eine Korrelation zwischen Lockerung und Wirtschaftsleistung? Ja, das ist eine Frage, die die Gemüter sehr bewegt, auch eine ganz wichtige Frage. Und da gibt es viele Irrtümer. Harte Evidenz, also so hart wie sie wird in der Wirtschaftsforschung, haben wir dazu aus der ersten Welle, aus der ersten Infektionswelle. Und da gibt es eigentlich zwei Bereiche, aus denen man was lernen kann. Nummer eins, die Bundesstaaten in den USA, die haben verschiedene Lockdown-Politiken verfolgt. Also einige haben früh wieder aufgemacht oder erstmal nichts gemacht, andere haben Lockdown gemacht. Also die kann man vergleichen jetzt, die verschiedenen Bundesstaaten, und schauen, sehen wir Effekte durch Lockdown? Und dann haben wir in Europa Länder, die unterschiedlich vorgegangen sind, vor allem ja Schweden. Und es gibt jetzt eine Reihe von Studien über die US-Bundesstaaten. Und da zeigt sich, dass Lockerungen jetzt gegeben die Pandemielage, also wenn man lockert bei gleicher Infektionslage, ist die Auswirkung auf die Wirtschaft nahe bei Null. Also zwischen 10% und 0% der wirtschaftlichen Schädigung kann man verhindern, indem man Lockerungen löst, trotz schlechter Pandemielage. Das heißt, es sind nicht die Lockerungen, die die wirtschaftlichen Schäden verursachen, sondern es sind die Infektionen selbst. Und das hat eben einfach damit zu tun, dass insbesondere die Leute, die in Restaurants und in betroffenen Branchen viel Geld ausgeben, das sind eher ältere Menschen, die gehen einfach nicht raus, egal ob es jetzt verboten ist oder nicht. Zu Schweden gibt es ebenfalls Studien zur ersten Welle und die sagen, dass Schweden sich 20% des wirtschaftlichen Einbruchs erspart hat,
gegenüber etwa Dänemark oder anderen skandinavischen Ländern, die man damit vergleichen kann, noch am besten. Also es hat Schweden wenig gebracht, die Lockdown-Maßnahmen zu verhindern. Man hat dafür allerdings einen hohen Preis bezahlt. Es gibt etwa 4-mal so viele Tote 2020 wie in Dänemark, 10-mal so viele wie in Norwegen. Also es sind nicht die Lockerungen, sondern es ist die Pandemie. So jedenfalls die Evidenz aus der ersten Welle. Ja, vielen, vielen Dank auch dafür. Ich habe eine weitere Frage, die in diese Richtung geht. Sehr offen die Frage, was braucht die Wirtschaft jetzt Ihrer Meinung nach, Herr Professor Fuß? Ja, ich bin der Meinung, zunächst mal müssen wir die Bereiche schützen in der Wirtschaft, die die hohe Wertschöpfung bringen. Wir dürfen nicht den Fehler wiederholen aus dem letzten Frühjahr. Das lag damals nun teilweise nicht in unserer Hand. Die Unterbrechungen im Bereich der Industrie hatten ja damit zu tun, dass teilweise auch Zwischenprodukte aus China gar nicht mehr geliefert wurden und aus anderen Ländern, also Wertschöpfungsketten sind zerbrochen. Da müssen wir tun, was wir können, um das zu verhindern, denn das kostet sehr viel. Ansonsten bin ich der Meinung, dass wir eine Niedriginzidenzstrategie verfolgen sollten. Also wir sollten in der aktuellen Situation, um es ganz kurz zu sagen, härtere Shutdown-Maßnahmen durchführen. Wir sollten außerdem viel proaktiver noch testen, also noch viel mehr testen, viel schneller nachverfolgen, um die Inzidenzen herunterzubringen. Das können wir schaffen, ohne die Wirtschaft nun wirklich massiv weiter zu beeinträchtigen. Natürlich gibt es Beeinträchtigungen im privaten und sozialen Bereich, richtig. Das ist ein Preis, den man zahlt. Das Problem ist, wenn wir das nicht tun, und da haben wir schon viel verpasst, wenn wir das nicht tun, werden wir im Dauerlockdown bleiben. Also das, was der Bund derzeit vorhat, führt uns in einen Dauerlockdown mindestens bis zum Juli und in eine ziemlich unsichere Situation. Wir können damit leben, weil die Wirtschaft sich einigermaßen entwickelt, der Rest der Wirtschaft, aber für die betroffenen Branchen ist das eine schlimme Perspektive. Ja, die Fragen rauschen hier rein. Ich habe noch eine Frage für Herrn Professor Fuß. Wird das Ausmaß der globalen Arbeitsteilung reduziert werden infolge von Corona? Ich denke, nur in ganz begrenzten Branchen, Teilen der Pharmaindustrie, sonst wird sie eher zunehmen. Einfach deshalb, weil viele Unternehmen sich Gedanken machen werden über die Resilienz ihrer Wertschöpfungsketten. Verlagern von Produktion nach Hause ist nicht die Lösung, weil wenn zu Hause kann auch eine Krise passieren, sondern wir werden diversifiziertere Wertschöpfungsketten meines Erachtens bekommen. Das kostet dann ein bisschen Geld, also nicht nur ein Zulieferer aus China, sondern vielleicht einer aus China, einer aus Brasilien und einer aus den USA. Also ich glaube eher differenziertere Wertschöpfungsketten und dadurch natürlich schon etwas höhere Kosten, aber auch mehr Resilienz, aber eben durch Diversifizierung, nicht durch Produktion zu Hause. Das wäre nämlich sehr teuer und auch nicht sicherer. Okay. Ich glaube, viele unserer Kunden beschäftigen sich mit dem Thema Immobilien. Wir auch, weil wir das als Anlageklasse sehr schätzen. Da passt auch eine Frage dazu. Welche Entwicklungen sind bei Immobilien im In- und Ausland zu erwarten? Also ich nehme an, welche Preisentwicklung oder Wertentwicklung? Das richtet sich auch nochmal an mich oder an Herrn Allgeier? Ich würde mal vermuten an Sie. Okay, ich kann da gerne was zu sagen. Also bei Immobilien sind natürlich einmal, es liegt auf der Hand, die Rahmenbedingungen wichtig, also die Geldpolitik, die Hypothekenzinsen, die Finanzierungszinsen, die eine große Rolle spielen, lokal. Natürlich immer die Wirtschaftsentwicklung, die Nachfrage nach Wohnraum, die Demografie und so weiter. Es gibt einen politischen Faktor, den man nicht aus den Augen verlieren sollte, meines Erachtens. Und ja, vielleicht zwei politische Faktoren. Der eine Faktor ist der, dass Mieter wirtschaftlich ziemlich schlecht aussehen und Hauseigentümer ja ganz gut dastehen, insbesondere in Deutschland, weniger in anderen Ländern der Eurozone, aber etwa in Deutschland, weil die Immobilienpreise eben gestiegen sind. Und die Politik wird meines Erachtens darauf reagieren durch verstärkte Mietregulierung. Das erste haben wir ja schon, oder die ersten haben wir schon, Mietpreisbremse und so weiter. Und wenn Sie an die Frage denken, wie kann man eigentlich steuerlich jetzt reagieren auf die gestiegenen Zinsen,
dann wäre meine Empfehlung jetzt an jeden Immobilieninvestor, sich doch etwas genauer anzuschauen, ob es vielleicht steuerlich offene Flanken gibt, wenn wir an die 10-Jahresfrist etwa denken. Also wenn Sie sich in die Position eines Steuerpolitikers versetzen und überlegen, wo können Sie vielleicht die Steuerschraube ein bisschen anziehen, dann sind Immobilien willkommen, weil die nicht weglaufen können. Insoweit, glaube ich, gibt es da regulatorisch und steuerlich gewisse Risiken bei Immobilien und sonst wie immer, wie heißt es bei den Investoren, bei den Maklern immer Lage, Lage, Lage. Ne? Also die Immobilie ist nicht gleich Immobilie, aber das wissen Sie auch. Ja, absolut. Also ich glaube, Lage, Lage, Lage kennt jeder und die Schlauen achten auch darauf. Ja, die Fragen prasseln hier nur so rein. Ich habe mal eine Frage selektiert für Herrn Allgeier und zwar geht es um die einzelnen Sektorentwicklungen, Herr Allgeier. Wie erklären Sie die derzeitige Schwäche des Energiemarktes und welche Prognosen sehen Sie für diesen Sektor im weiteren Jahresverlauf? Gut, die Energie hängt natürlich auch insbesondere am Öl. Das hat man auch gesehen, es gibt eine hohe Korrelation zwischen dem Ölpreis beispielsweise und auch dem Energiesektor. Hat man auch gesehen in der einen Grafik, da war nach unten und ist der Wiederanstieg. Also insofern für uns jetzt von eigentlich untergeordneter Bedeutung in unserer Allokation. Ich glaube, da gibt es andere Sektoren, die deutlich stärker profitieren werden. Wir hatten ein paar Mal das Stichwort bereits Strukturwandel. Der wird sich weiter fortsetzen. Digitalisierung in den Bereichen Technologie. Wir hatten von Nachholbedarf gesprochen, auch beim Konsum. Ich glaube, das wird sich alles dort niederschlagen. Und der Energiesektor ist letzten Endes ja ein Spiegelbild der Entwicklungen auch auf den Rohstoffmärkten. Da hat man schon viel gesehen jetzt in den letzten Monaten seit dem Tief vor einem Jahr. Und ich denke auch hier, da ist die Messe mehr oder weniger bereits gelesen. Herr Allgeier, ich habe direkt noch eine Frage für Sie im Hinblick auf unsere Allokation. Und zwar sollte in diesem Umfeld von leicht steigenden Zinsen und boomenden Kapitalmärkten die Aktien von Finanzwerten nicht outperformen. In den Portfolios von H&A sind diese Werte ja aktuell noch untergewichtet. Klar, Finanzwerte sind zunächst mal Profiteure gewesen, ist auch des Zinsanstiegs, den wir gesehen hatten im Februar, März, sehr deutlich. Das waren mit auch die besten Werte in den vielen globalen Aktienindizes. Wir glauben allerdings nach vorne hin gerichtet, dass sich strukturell jetzt nichts Wesentliches für die Banken verbessert hat. Es gibt nach wie vor doch geringe Zinsmargen. Wir haben die Null-Negativ-Zinspolitik. Wir haben zwar bessere konjunkturelle Situationen, ohne dass wir jetzt erkennen können, dass die Kreditvergabe jetzt deutlich angestiegen ist. Also ich glaube, man muss hier sehr stark dann auch differenzieren. Und für uns geht es ja darum, eigentlich in der Selektion jene Werte zu finden, die einfach die besten Wachstumsperspektiven haben, die besten Eigenkapitalrenditen vorweisen können und wo auch die Gewinnmargen natürlich mit am höchsten sind. Und das sind sehr wahrscheinlich jetzt über längere Sicht hinweg gesehen nicht Finanzwerte. Deswegen gibt es jetzt aktuell für uns keinen Grund, hier das Ruder entsprechend herumzureißen. Ich würde direkt weitermachen, Herr Allgeier, geht wieder in Ihre Richtung und geht in Richtung unserer Portfolioallokation. Im letzten Call sprachen wir von der positiven Entwicklung der Rohstoffe. Wie sehen Sie die weitere Entwicklung von Gold und Silber? Ja, bei Gold sind wir etwas skeptischer geworden und ich will es auch auf die Goldfrage beschränkt wissen. Man hat natürlich gesehen, Gold ist eigentlich ein guter Hedge oder sozusagen performt sehr gut in Zeiten von fallenden Realzinsen. Was wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen war eigentlich genau das Gegenteil. Der Realzins ist gestiegen. Das heißt, die Opportunitätskosten haben sich eben auch verändert. Der Goldpreis hat entsprechend darunter gelitten. Und ich wage zu bezweifeln, dass wir wieder in jetzt Realzinsniveaus gelangen, die wir noch vor wenigen Monaten gesehen haben. Deswegen erwarten wir auch, dass die Goldpreis
Rallye doch eher stagniert, hat sie ja auch natürlich. Vielmehr, glaube ich, besteht sogar das Risiko, dass sich viele Anleger nach ja, alternativen Anlageformen umschauen. Die gibt es auf der Aktienseite, gibt es dank des Zinsanstieges eben auch auf der Rentenseite, sodass diese Fluchtbewegungen in Richtung Gold doch deutlich nachlassen sollten. Und damit besteht auch das Risiko weiterer Kursrückgänge. Und auch noch interessant zu sehen war, dass auch sozusagen die Long-Positionen, also die Positionen von Anlegern, die auf steigenden Goldpreis gesetzt haben, dass sie doch nach und nach reduziert worden sind. Also hier hat sich doch einiges zu Lasten von Gold verschoben. Ja, vielen Dank, Herr Alger. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Professor Fuest, und zwar zum Stichwort Digitalisierung. Digitalisierung im Sektor Konsum hat deutlich zugenommen. Wie beurteilen Sie den Fortschritt der Digitalisierung in der Verwaltung und im Gesundheitssektor? Ist es auch hier zu einer Beschleunigung gekommen? Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt in der Tat. Zunächst mal zur öffentlichen Verwaltung. Da ist es leider nicht zu einer Beschleunigung gekommen. Es gibt zwar hier und da Ansätze, aber Deutschland liegt da meilenweit zurück, also mit der öffentlichen Verwaltung, mit der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das hat viele Gründe, unter anderem eine gewisse Zersplitterung im Föderalismus. Es ist nicht gelungen, bislang dafür zu sorgen, dass es eine größere Kompatibilität der Verwaltung untereinander gibt. Aber es fehlt auch einfach an den nötigen Investitionen, um wirklich Verwaltungsvorgänge zu digitalisieren. Es hat da zwar einen gewissen Schub auch dort gegeben jetzt, aber wir sind eigentlich meilenweit davon entfernt, hier auch nur auf dem Stand zu sein, in dem viele andere Länder sind. Das ist also ein gewaltiges Problem. Im Gesundheitssektor ist es ähnlich. Es ist ein Riesenthema und dort liegen unglaubliche Produktivitätsgewinne, aber um die zu heben, brauchen wir einen Strukturwandel. Und der Strukturwandel ist gewaltig und gleichzeitig kollidiert er wie immer mit Interessen im Gesundheitssektor. Also man kann sich vorstellen, dass verstärkte Digitalisierung im Gesundheitssektor zu mehr Transparenz führt und zu völlig veränderten Arbeitsweisen. Und es gibt ja viele, die, glaube ich, zu Recht sagen, dass der Arztberuf sich völlig verändern wird durch Digitalisierung, weil man eben etwa im Extremfall ist, glaube ich, Diagnostik ganz anders arbeiten kann, sich ganz anders spezialisieren kann. Aber auch da sehe ich die Gefahr, dass das doch relativ ja ständeartig, ich will nicht sagen mittelalterlich, aber ständeartig organisierte deutsche Gesundheitswesen da ziemlich lahmt. Hinzu kommt ja der Datenschutz, der wichtig ist, aber der auch immer wieder der Digitalisierung hier im Weg steht. Also in beiden Bereichen ist der Fortschritt der Digitalisierung schlecht, obwohl er eigentlich dringend notwendig wäre. Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich spiele Ihnen gleich nochmal einen Ball rüber. Wir haben eine ähnliche Frage schon mal gehabt, aber hier geht es jetzt um die Frage der Abhängigkeit zwischen wirtschaftlicher Erholung in Relation zum Impffortschritt in Deutschland. Ich habe das eingangs betont, dass die Konjunkturentwicklung, die Konjunkturprognosen beeinflusst sind vom Impffortschritt natürlich. Also die USA, Großbritannien sind weiter. Wir sehen das ja auch, das berühmte Bier, das jetzt der britische Premierminister an seine Lippen geführt hat, wie er es nannte. Insofern sind natürlich auch wir abhängig vom Impffortschritt in Deutschland. Gleichzeitig muss man aber sehen, dass das Herunterbringen der Infektionen ebenfalls absolut entscheidend ist. Also allein wegimpfen kann man die Pandemie jedenfalls in diesem Jahr noch nicht oder frühestens im Herbst. Wir müssen gleichzeitig zusehen, dass wir die Infektionszahlen durch Reduzieren der sozialen Kontakte, durch früheres Auffinden der Infektionen, durch Tests herunterbringen, damit wir eben irgendwann mal aus diesem Dauer-Lockdown herauskommen. Ich glaube, es wäre gefährlich, sich allein auf den Impffortschritt zu verlassen, aber der Impffortschritt ist natürlich eine zentrale Größe. So, dann habe ich noch eine Frage für Herrn Allgeier. Auch sehr spannendes Thema. Ich weiß ja, Allgeier
Hedgefonds, glaube ich, ist jetzt nicht so Ihr Hauptthema, aber die Frage geht in Richtung des Zusammenbruchs, des Kollapses des US-Hedgefonds Archegos und in dessen Zusammenhang die Stimmen lauter werden, die von einem baldigen Platzen der Megablase sprechen. Wie wird das von Herrn Allgeier beurteilt? Nun, ich glaube, das Platzen jetzt von Archegos hatte andere Gründe, hat man sich ganz einfach verspekuliert. Und man muss dann eben Margin-Zahlungen liefern und hierfür wurden dann entsprechend Papiere auf den Markt geworfen. Hat sich nicht zu einer Systemkrise hier ausgeweitet, wie wir wissen. Gut, der Begriff Megablase, ich bin immer etwas skeptisch natürlich, wie will man die Blasen identifizieren. Wenn ich es jetzt mal auf den Aktienmarkt beziehe, und das ist wahrscheinlich gemeint mit dieser Fragestellung, würde ich das eher verneinen. Wir sehen ja auch, die Gewinnausblicke sind gut, die Gewinnsituation hat sich deutlich erholt. Es gibt sogar Unternehmen wie in den USA, ja, monopolartigen Charakters, die entsprechende Gewinne abschöpfen können. Da ist auch nicht erkennbar, dass sich das grundlegend ändert. Man kann natürlich sagen, ja, okay, Bewertungen, Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind doch deutlich teurer geworden. Das ist alles richtig. Allerdings auch hier gibt es klare Unterschiede, etwa zu dem Jahr 2000. Die entsprechenden Verhältniszahlen sind nicht so hoch, sind im Gegensatz zu damals auch wirklich durch echte Gewinne unterfüttert und nicht auf die Hoffnung auf irgendwann eintretende Gewinne. Also auch hier, glaube ich, deutliche Unterschiede. Ich glaube, wenn man jetzt vom Platzen dieser Megablase, ich benutze jetzt diesen Begriff einfach mal, wo es mir schwerfällt, wenn man das jetzt mal ja eruieren will, woher kann es herkommen, dann glaube ich natürlich durch unerwartete Aktionen von Notenbanken, dass man vom jetzigen Nullzinsregime oder Negativzinsregime plötzlich ohne entsprechende Marktvorbereitungen abkehrt. Das ist allerdings jetzt nach meinem Dafürhalten aktuell nicht zu erkennen. Es gab im Gegenteil immer wieder Äußerungen von Geldpolitikern, dass man das behutsam machen will und auch Märkte vorbereiten will. Aber natürlich kann ich den Fragesteller verstehen, wenn diese Äußerungen irgendwann mal getroffen werden, glaube ich, wird es entsprechende Reaktionen geben, dann auch an den Aktienmärkten, weil dann sind Diskontierungsfaktoren ganz einfach andere, sie sind höher und entsprechend kann man sich durchaus vorstellen, dass dann etwas Luft aus den Aktienmärkten auch entweichen wird. Sehr gut. Also ich muss sagen, ich flippe hier so links und rechts am Bildschirm entlang. Die Fragen fliegen wirklich rein. Wir werden auch gar nicht alle Fragen in der Zeit beantworten können. Aber so 2-3 Minuten haben wir sicherlich noch. Das heißt, ich würde, Herr Allgeier, noch mal eine Frage an Sie geben. Die Frage lautet, welche Entwicklung und Anlagechancen sehen Sie für die beiden größten und sehr reglementierten Märkte in China und in Indien? Ja, damit ist das Stichwort eigentlich bereits gegeben. Klar, hohe Reglementierung hemmt das ein bisschen. Klar, China, Indien sind sehr große Volkswirtschaften. Ich glaube, wichtig allerdings dort ist, auch aus ökonomischer Sicht heraus, dass man ja marktwirtschaftliche Prinzipien dann auch wirklich einführen muss in Richtung Eigentumsrechte. Es gibt natürlich Großunternehmen in China, Alibaba, Tencent. Wir wissen auch jetzt bei Alibaba, was da passieren kann. Wenn sich der CEO entsprechend äußert, kommt eben auch politischer Druck. Also da würde ich sagen, ist der Reifegrad noch nicht so entwickelt, wie es sein muss. Aber ich denke, China wird da seine Lehren mit Sicherheit ziehen und dann auch mittelfristig. Natürlich, glaube ich, auch wichtig für internationale Anleger, auch für die Kapitalmärkte, sowohl für die Aktien als auch für die Anleihenseite, auch für die Anleihenseite gerade, noch ganz anderes Zinsniveau in China. Das würde neue Chancen eröffnen, trägt zur Diversifizierung bei. Und auch China hat ja gezeigt, dass man in der Lage ist, dann auch Technologiekonzerne von Weltrang zu etablieren. Also kurzfristig noch hier und da Fragezeichen, mittelfristig glaube ich bei entsprechender wirtschaftspolitischer Begleitung sehr attraktive Märkte, vielleicht China dann noch vor Indien. Vielen Dank, Herr Allgeier. Ich habe noch eine Frage für Herrn Professor Fuest.
könnte es sein, dass die Inflation doch langfristig über 2% bleibt und die Notenbanken zu höheren Zinsen zwingt? Und was machen die Staaten dann mit ihren Schulden? Zunächst mal muss man sehen, dass höhere Zinsen jetzt nicht unmittelbar durchschlagen, es sei denn, die Veränderung wäre so radikal, dass die Refinanzierung von Staatsschulden schwierig ist. Aber in den meisten Ländern haben wir so eine durchschnittliche Fristigkeit von 6 Jahren. Das heißt, es dauert dann doch ein bisschen, bis das Ganze durchschlägt. Ich glaube, entscheidend für die Implikationen ist außerdem, was diese Inflation verursacht. Wenn die Inflation verursacht ist durch einen Wirtschaftsboom, dann kann man besser damit leben, weil dann ja auch die Staatseinnahmen sehr, sehr stark ansteigen. Was wirklich gefährlich wäre für die Staatsfinanzen, wäre das, was man Stagflation nennt. Also es hat die Besorgnis gegeben in der Krise gerade, dass etwa durch das Zerbrechen von Wertschöpfungsketten, vielleicht auch durch mehr Protektionismus, Kosten steigen und wir eine Art kostengetriebene Inflation bekommen, wie wir es mal in den 80er Jahren hatten, durch steigende Ölpreise damals, eben Stagflation, also Inflation, aber kein Wirtschaftsboom, der diese Inflation auslöst. Und das wäre dann wirklich gefährlich für die Staatsfinanzen, denn bei steigender Inflation kommt dann auch oft noch eine Risikoprämie drauf und dann wird es also gefährlich. Nur sehe ich im Moment ein solches Staatsstagflationsszenario eher weniger. Das war sehr gut, weil die Frage gab es auch noch, wie schätzen Sie die Gefahr einer Stagflation ein? Die haben wir dann quasi mit beantwortet. Two in one, das gefällt mir im Moment sehr gut, muss ich sagen. Vielleicht eine letzte Frage noch in Anbetracht der Zeit, Herr Fuß, an Sie in Ihre Richtung. Welche Auswirkungen werden die massiven Ausweitungen der Geldmengenaggregate weltweit auf die Stabilität des gesamten Finanzsystems haben? Ja, das hat, glaube ich, zwei Komponenten. Also erstmal auch daher wieder die Frage, führt das zu Inflation? Ich denke, das würde inflationär wirken, wenn wir eine starke Finanzierung von Staatsausgaben oder Steuersenkungen mit der Notenpresse hätten. Also allein das Aufkaufen von Staatsanleihen, das hat nicht notwendigerweise diese Wirkung, aber wenn sich das dann dauerhaft in Staatsausgaben übersetzt, dann wäre das eine inflationäre Kraft. Ich rechne nicht damit, dass die, insbesondere die EZB, da mitspielen und dass das Ganze sich in diese Richtung entwickelt. Klar, Stabilität des Finanzsystems, das führt eben dann außerdem in Richtung dieser Blasenfrage. Also wenn die Zinsen jetzt weiter bei Null bleiben und eben Assetpreise immer weiter ansteigen, dann muss man sich schon die Frage stellen, wann das wieder korrigiert wird. Und es wird zwangsläufig, die Notenbanken wissen das natürlich, dass die Gefahr besteht, plötzlicher Bewegungen. Und haben jetzt eigentlich die Aufgabe, etwa im Bankensystem wieder ein bisschen auf die Bremse zu treten, teilweise auch regulatorisch. Aber nach meiner Erwartung haben eigentlich die Notenbanken das zumindest im Blick, sodass ich vermuten würde, dass das, was jetzt wir an Lockerungen hatten in der Bankenregulierung, um die Kreditvergabe in der Krise aufrechtzuerhalten, dass das eine oder andere vielleicht dann doch auslaufen wird in nächster Zeit. Also da gibt es Risiken, aber ich glaube, die Notenbanken sehen diese Risiken und haben auch Instrumente. Herr Allgeier hat es angesprochen, die Notenbanken werden sich auch sehr genau überlegen, ob sie da erratisch reagieren. Also sie werden das sicherlich vermeiden, genau weil die Gefahr besteht, dass dann eben vielleicht doch die Finanzstabilität in Gefahr gerät mit entsprechenden Folgen für die Konjunktur. Also ich denke, das muss ein Thema, das man beobachten muss, aber ich denke, es ist kein Grund für Panikmache. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen zum Ende. Es kommen immer noch Fragen rein, aber in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Vielen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Fragen bei Ihnen übrig geblieben sind, gehen Sie bitte direkt auf unsere Beraterinnen und Berater in den Niederlassungen zu. Bleiben Sie auf unserer Homepage, schauen Sie danach, wir halten Sie up to date. Ein großes Dankeschön meinerseits, Herr Professor Fuß, an Sie. Burkhard Allgeier, an Sie ganz herzlichen Dank. Ich fand, es war ein sehr kurzweiliger Austausch. Die Bälle sind hin und her geflogen im fußballerischen Sinne.
Ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nehmen viele tiefe, neue Eindrücke mit. Vielen Dank dafür und Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank, dass Sie heute Nachmittag unsere Gäste waren. Ich sage bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Kapitalmarktausblick. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch. Das ist immer wichtig und das müssen wir uns stets erhalten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich unsere Webkonferenz dann an dieser Stelle beenden darf, möchte ich natürlich auch die Chance nutzen, Ihnen, lieber Herr Dr. Sepp, zu danken, dass Sie uns auf so charmante Art und Weise hier durch den Kapitalmarkt geführt haben. Ich danke auch beiden Referenten. Wir haben sehr viel positives Feedback auch über den Chat erhalten. Ich möchte Ihnen, liebe Damen und Herren, dann zum Abschluss gerne auch noch diese positiven Rückmeldungen kurz einblenden. Wie gesagt, auch an die beiden Referenten, Herrn Allgeier und Professor Dr. Fuest. Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Wir beenden an dieser Stelle unsere heutige Webkonferenz. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Bitte bleiben Sie vor allem gesund, liebe Damen und Herren, und wir freuen uns dann schon darauf, Sie dann bei unserem nächsten Webinar oder bei unserer nächsten Webkonferenz wieder begrüßen zu dürfen. Die Webkonferenz wird an dieser Stelle beendet. Auf Wiederhören!